Er ist komplett leer. Hallo! Nur geil! Nur geiler! Ja. Und das Ding will ich noch reparieren und da bin ich gerade bei und da will ich ihm diese Boxen und da habe ich mir schon Kabel und so. Ja, aber ich bin auch gern mal abgelenkt, ja? Was denn? Damit werden wir jetzt Musik hören. Das Kabelding hinten einfach. So, das sollte funktionieren. Mit so einem tollen Handy. Das brummt zwar ein bisschen. Ich hab hier sogar ein Radio drin, ne? Ja, dann mach mal das Radio an. Das brummt so, aber man kann mit Lautstärke kann man das ein bisschen. Moment. Das ist schon richtig. Hört schon mal sich noch was an, ne? Aber irgendwas halt, ne? Juhu! Robert! Läuft! Jo, Ingo, fahren wir los? Jo, wo fahren wir hin? Essen. Ich sehe nichts. Hier ist Gras im Weg. Nach einem kurzen, witzigen Einkauf und einem Besuch im Baumarkt sind wir dann auf den Bau gefahren. Also das kaufen wir jetzt wahrscheinlich. Ja. Für. Machst du ein Video? Ja, ja. Okay, jetzt aufsteigen. Ah. Tschüss. Ja, nimm mal das weg hier. Ich nehme das weg. Das wird dann die Badewanne oder so. So Leute, Day numero 3. Die Vorbereitungen laufen. Wir bestellen gerade, Robert bestellt gerade den Boden aus Kork. Ich hoffe, wir kriegen den auch so, wie wir wollen. Und Essen ist da. Wir holen jetzt den lieben Ingo von gestern auch ab. Der hilft einfach mal mit, voll cool. Und hat so einen Rumpelkeller mit 1000 Sachen, die wir gebrauchen konnten. Und wir fahren jetzt nochmal in den Schrebergarten von Robert und holen noch ein bisschen Holz. Und dann kann der Umbau losgehen. Mhm. Tiere. Friedrich überfällt jetzt gleich eine Taube. Achtung! Nein. Oh, nee, zum Glück nicht. Fast. Und hier neben uns ist die ganze Zeit so ein Flüsschen. So, wir sind jetzt hier beim Garten von Roberto und holen ein bisschen Holz ab, weil wir das als Stütze nehmen, damit wir überhaupt was im Anhänger dran bauen können, weil der ja komplett aus Plastik ist. Aber es gibt halt an der Seite schon mal eine fette Stütze aus Holz und wir erweitern die dann einfach. Und das ist der Garten. Jo, ist früher mal abgebrannt. Die bauen den jetzt aber wieder neu. Ich warte jetzt hier auf das Holz. Das ist super schön hier. Hier ist sogar ein Fluss nebendran. Man muss nur durch so ein Wäldchen gehen. Und Schmetterlinge und all sowas. Tada! Und auf der anderen Seite ist noch so ein Strand. Muss man nur da hinten durchgehen.
Mega schön, viele Leute immer da. Ja, gute Location für einen Schrebergarten. Jetzt geht's wieder hoch. Hölzer sind da. Packen wir mal an. Okay Leute, ich weiß nicht, wie diese riesen Paletten da reinpassen sollen. Die sind zu lang für das Auto. Robert hat bestimmt eine Idee. Für mich praktisch unmöglich. Robert, kein Ding. Immer, Jan. Walderdbeeren und zwei große. Ein eigener Garten ist ganz cool. Und Ingos Brille ist wieder da. Ja, wenn man keinen Schlüssel hat für seinen eigenen Garten, ist halt doof, ne? Die teilen sich das zu zweit. Und das Schloss hat leider nur eine Person gekauft. Robert hat die Lösung gefunden. Ja, jetzt brauche ich eine Hilfe. Warte. Hier? Da. Draufstellen? Ja. Woo! Okay. Bin ich gebrochen. Läuft, ne? Das andere haben wir auch so gemacht. Klappe zu. Warte, die Erdbeeren sind da. Wir müssen die noch irgendwie verstauen. So sieht es jetzt hier im Innenraum aus. Tausend Sachen. Hey. Robert, ich würde nicht zu viel drücken, sonst zerstören wir noch das Auto.